Guten Morgen, liebe Freunde. Im heiligen Evangelium nach Johannes steht geschrieben: Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Jesus hat uns die Geheimnisse Gottes anvertraut. Er hat uns so vieles erzählt und viele Wunder vollbracht. Er redet in Gleichnissen. Seine Worte gehen durch Mark und Bein. Sie berühren das Innerste und sie können Menschen zum Guten hinbewegen. Er hat nicht nur etwas für die Menschen getan, er fordert auch etwas. Er sagt, liebt einander. Eine fast schier unüberwindbare Aufgabe, wenn es in Familien Erbstreitigkeiten gibt oder wenn Geschwister sich wegen Lappalien in den Haaren liegen. Da kann schon mal wegen einem Sack Reis, der am Gartentor lag und im Herbst umgefallen ist und der das Wasserfass berührt hat, welches dabei umkippte und den neu verlegten Plattenweg, den der Onkel gestern erst verlegt hatte und diesen überschwemmte, zum Highlight der Familienturbulenzen werden. Es kann Jahre dauern, bis der Knoten von Ungereimtheiten aufgelöst wird und wieder Friede unter den Familienmitgliedern herrscht. In solchen Situationen können diese Worte, liebt einander, wie ein Tinnitusgeräusch im Ohr klingen. Falls man es schafft, sich zu versöhnen und der Bruder, wenn man Glück hat, sagt, was meinst du eigentlich, weswegen du dich entschuldigst? Ich kann mich an nichts mehr erinnern, hab's vergessen. Jesus nennt uns sogar Freunde. Ein guter Freund wie Jesus vertraut uns alles vom Vater an. Es ist nicht nur sein Vater, es ist auch unser Vater. Wir dürfen Jesus somit auch Freund nennen. Wenn er uns Freunde nennt, dann dürfen wir ihn auch nicht verraten. Ein Sahnehäubchen gibt er uns noch mit. Wir können uns glücklich schätzen, denn Jesus sagt zu uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Wenn man es so nimmt, gibt er uns Brief und Siegel darauf, wenn wir uns bemühen und für Gottes Reich Früchte bringen, werden sie auf ewig bleiben. Gottes Reich soll hiermit Realität werden. Er wird uns etwas zurückgeben. Nun höre ich meine innere Stimme, die sagt, was bekomme ich denn fürs Früchte sammeln? Kann ich mir jetzt einen Sportwagen kaufen oder sollte ich besser für einen Lottogewinn beten? Ich denke, dass unser Vater schon vorher weiß, was wir brauchen, ohne dass wir etwas sagen. Ich glaube, dass er uns Dinge erfüllen wird, die auch im Sinne unserer Mitmenschen und unseren Familien liegen und vieles mehr noch. Wir dürfen für unsere Mitmenschen beten und er wird uns sicher erhören. Jesus gibt uns einen Auftrag und ein Versprechen. Es ist eine Belohnung fürs Früchtesammeln. Danke, guter Gott, du bist barmherzig und gerecht. Lass uns bitte viele Früchte sammeln und Menschen finden, die sich für dein Reich interessieren. Dein Wille geschehe. Gottes Segen euch allen und weiterhin viel Freude an Gottes Wort. Amen.